Sprechen wir doch heute einfach einmal über den Frieden. Oder nein, sprechen wir einfach einmal über den Krieg. Der allerschrecklichste aller Kriege hat erstaunlicherweise in unserer Terminologie kein Gegenteil. Oder spricht man vom allerfriedlichsten Frieden? Oder einem weniger schrecklichen Krieg? Vielleicht ein Krieg mit weniger vielen Toten, toten Frauen, Kindern oder toten Soldaten? Darin haben wir offensichtlich keine große Erfahrung. Wie steht es denn überhaupt mit dem Frieden? Und wie steht es erst recht mit dem Krieg? Durch einen Bruderkrieg erfahren wir schon, auch in der Familie ist Frieden nicht so sicher. Auch der Ehekrieg zeigt in diese Richtung. Ein Stellvertreterkrieg macht es deutlich, man muss den Krieg noch nicht einmal selbst führen. Ein Blitzkrieg ist offensichtlich schnell vorbei. Und ein ewiger Krieg findet einfach kein Ende. Scheidungskrieg verhindert ein friedfertiges Auseinandergehen nach vielen Ehejahren. Ein Sechstagekrieg dauert zwar nur 6 Tage, er könnte aber auch zum Dauerkrieg werden, wobei ein Kurzfrieden sowieso langweilig wird, sollte er dann doch zum Dauerfrieden werden. Auch Kinder üben schon und spielen Kriegen. Man kann gegen jemanden in den Krieg ziehen, das macht man aber nur, wenn man etwas von ihm haben will, was er nicht freiwillig herausrückt. Daher kommt zuletzt auch das Wort Kriegen. Man kann auch ohne Krieg etwas kriegen. Meistens dann etwas, was man gar nicht will. Zum Beispiel Migräne, Scharlach, Masern oder keine Arbeit. Was wir im Alter noch kriegen werden, ist wohl eine Rente, aber das ist wohl gar nicht so sicher. Sie ist sogar sehr unsicher, so wie zum Beispiel der Frieden. Ein Krieg kann aber auch geführt werden, wenn etwas getan werden soll, das derjenige, der bekriegt wird, unter keinen Umständen zu tun bereit ist. Den Gewinner eines Krieges nennt man dann den Sieger und der Verlierer heißt der Unterlegene. Nach diesen Kriegsgrundsätzlichkeiten noch Allgemeines dazu. Der Krieg verbietet zudem zunächst den Frieden. Auf Kreta gab es einen Frieden, der war gar keiner. Wenn schon kein Frieden, dann wenigstens Krieg. Die Amazonen liebten auch den Frieden nicht. Kriegerische Auseinandersetzungen haben eben was. Der Krieg dient ja schließlich zur Herbeiführung des Friedens, wobei zu viel Frieden immer zum Krieg geführt hat. Die letzte Vernunft führt dann auch gleichzeitig zum Krieg und zum Frieden, zum Kriegsfrieden oder zum Friedenskrieg. Wobei jetzt der erstere als Waffenstillstand nur während der Kampfhandlungen und der zweite eher als Notlösung angesehen wird, um sich aus der langweiligen kriegslosen Lage ein für alle Mal zu befreien. Eine ganz besondere und zwanghafte Einstellung der Kriegshandlungen ist der Gewaltfrieden, auch als anbefohlene kriegerische Kriegsunterbindung bekannt. Hierzu kann es wiederum keinesfalls kommen, ohne dass eine ursächliche Friedens- und Waffenstillstandskommission militärisch einberufen wird, zu deren Durchsetzung diverse Waffengewalt nicht ausgeschlossen werden kann. Eine solche Einsetzung kann gewissermaßen erst durch den Abschluss eines Zivilfriedens im Rahmen einer Übereinkunft der am meisten kriegerischen, aber hauptsächlich friedensliebenden Kriegsparteien erfolgen. Das Friedenspotenzial, welches in Waffenlieferungen an unterentwickelte Länder liegt, ist ein Nachweis für die konterkarierenden Kriegsentzugserscheinungen derselben. Im Hinweis auf die Vernichtung der feindlichen Kriegsmacht sollte dazu Stellung genommen werden, dass von ihr aller Friede der Zukunft abhängig gemacht wird, soweit er nicht durch die Niederlage der eigenen, unterlegenen Streitkräfte entsteht. Zur großen Politik gehören auch großartige Kriege. Politik und Krieg haben den gleichen Charakterzug.